hier duschen und so, dass ich wieder aussehe wie ein Mensch. Nein! Nein! Unser Kater ist ein Arsch. Halb acht, Freunde, schon wieder halb acht. Und was müssen wir machen? Wir müssen noch duschen. Ich habe noch was Geiles vor, was wir vorbereiten können. Und alles andere später. Auf jeden Fall gibt es eine geile Resteverwertung. Jetzt gehe ich aber erstmal hier duschen und so, dass ich wieder aussehe wie ein Mensch. Nein! Nein! Unser Kater ist ein Arsch. Das werde ich mir jetzt mal sagen. Fuck, falscher Schlüssel. Oskar, ey. Oskar! Na? Da mauen wir uns nur dumm rum. In diesem Sinne, ich gehe jetzt erstmal duschen. Frisch geduscht, ha, frisch raus, könnte ich eigentlich so wie so ein Spot, so einen Heiligenschein haben, der so macht, wenn man frisch geduscht ist. Ja, wenn nicht, da habe ich schon mal einen Teil von unserem Rezept. Und hier habe ich auch vom lieben Florian, vom Big Meatloaf, habe ich auch seine, was ist das, Knoblauchbutter, Tomaten-Knoblauchbutter. Und die ist ganz entscheidend. Die ist nämlich nicht nur, dass er richtig lecker ist, die passt auch mordsmäßig geil dazu. Jetzt hole ich die anderen Zutaten noch dazu, die liegen unten im Kühlschrank. Und dann können wir schon anfangen. So, Freunde, und heute arbeiten wir mal wieder mit dir, der kleinen Feuerbox. Die werden wir uns gleich auf den Grill stellen und werden die mal richtig schön auf Temperatur kommen lassen. Und dann habe ich hier das Ominöse. Das es eigentlich nicht gibt. Mia, was machst du? Ich wollte nicht im Bild sein. Ja, ist klar. Ich sag, das, was es eigentlich nicht gibt, oder wo ich eigentlich, ich dachte eigentlich, das ist wie so ein Einhorn zu betrachten, dass es das gar nicht gibt. Übrig gebliebenes Pulled Pork. Das brauchen wir heute. Genauso, wie gesagt, klar, hier die Feuerbox brauchen wir. Ein bisschen Creme Fraiche. Vom lieben Florian, vom Big Meatloaf. Einfach hier sein Kräuter oder sein Tomaten, war das seine Tomaten? Seine Tomaten-Knoblauchbutter. Ein bisschen Käse und hier ein bisschen Blätterteig. So einfach kann lecker sein. Und das basteln wir jetzt da vorne am Tisch zusammen. Und dann dürfte die Feuerbox auf Temperatur sein. Und dann fahren wir die, weil ich keinen Pizzaschieber habe, dann fahren wir die mit so einem kleinen Schaber, fahren wir die schön in die Pizzabox rein. Und natürlich später dann, wenn sie gut sind, auch wieder raus. Aber jetzt Pizzabox auf Temperatur kommen lassen und dann basteln wir uns hier mal schön da vorne die kleinen, ja, ich sag jetzt mal die kleinen Pulled Pork Blätterteig Säckchen. Mir lauf ruhig vorbei. Pulled Pork Blätterteig Säckchen basteln wir uns einmal schön zusammen. So, Freunde, jetzt einfach eine kleine Schüssel, ein bisschen Kräutercreme Fraiche. Dann nehmen wir uns einfach eins. Zwei gute Teelöffel und nur noch vom lieben Florian Big Meatloaf einfach ein bisschen von seinem, ja, so ungefähr einen Teelöffel von dem Tomatenknoblauch und das rühren wir uns einfach schön unter. Das soll uns eigentlich auch schon reichen und lassen das genau so, wie es jetzt ist. Ein bisschen ziehen und ein bisschen quellen. Einfach ganz normalen Blätterteig, den man ganz handelsüblich zu kaufen kriegt. Es muss nicht immer kompliziert und ja, makaber sein. Schön ein Blätterteig. Und jetzt machen wir genau zwei Sachen. Wir nehmen uns das Messer und schneiden den in so, ich sag jetzt mal, in so schöne Quadrate.
Na, hoppala, komm her. So schöne Quadrate und schneiden uns die nochmal. Na, ich sag jetzt mal gut. Der eine war ein bisschen kleiner. Gut, hier so schön in der Mitte durch. Als nächstes nehmen wir uns von dem ominösen, was ich gar nicht glaubte, dass es sowas gibt. Pulled Pork. Das ist von dem übrig gebliebenen. Schön im Kühlschrank verwarten. Pulled Pork. Und packen uns das hier überall drauf. Das mache ich mal 3 Stück. Einfach, dass man das sieht. Hier habe ich, wie man sieht, es hat schon schön angezogen. Das quillt langsam auf. Von dem super Gewürz vom Flo. Mhm. Und einfach einen ganz kleinen Klecks. Das brauchst echt nicht viel. Einen ganz kleinen Klecks hier oben drauf. Ich mache das jetzt mal stellvertretend. Stellvertretend für die anderen 6 Stücke noch mit. Komm her, du. So, und dann einfach nur noch ein bisschen, so wie es jeder zu Hause hat, ein bisschen geriebenen Käse oben drauf. Und wenn wir den geriebenen Käse hier oben drauf haben, naja, dann machen wir noch ein bisschen drauf. Hier so. Und jetzt nehmen wir uns einen und packen den einfach. Oh, das Messer ist ganz schön scharf, sonst hätte es hier nicht alles mit durchgeschnitten. Wie gesagt, jetzt nehmen wir uns den Beutel, ziehen das einfach ein ganz klein bisschen hoch, falten das hier oben zusammen, von der anderen Seite auch noch und von der Seite noch. Zack, gucken, dass das schön von allen Seiten, hoppala, nach oben zugepackt ist. Und dann haben wir unsere Beutel, unsere Pulled Pork Beutel, auch schon eingepackt. Hier sind sie mal. Ja, es sind 8 kleine Pulled Pork Beutel geworden. Und die waren dann jetzt gleich, die Feuerbuchse ist gleich auf Temperatur, dann wandern sie gleich rein und dann hoffen wir, dass sie außen schön knusprig werden, innen schön das Pulled Pork wieder warm ist, mit dem Käse und schön mit dem Crème Fraîche. Ja, das wird richtig gut. Aber wie gesagt, die parken wir uns jetzt erstmal dazwischen. Aber so sehen sie mal aus. Ich muss gerade das Verhältnis nehmen. Schön hier Blätterteig, schön, boah, ich sage jetzt mal knusprig außenrum. So wie die ganze Sache ja sein soll. Innen drin hier schönes Pulled Pork. Also mir läuft das Wasser schon schön im Mund zusammen. Unten, der ist jetzt unten leicht ein bisschen dunkler geworden wie normal. Aber das macht nicht einen Abbruch. Wie gesagt, mit dem Klecks, man sieht es hier mit dem Klecks. Crème Fraîche und hier von der Mischung mit dem Flo, das Pulled Pork, das kommt, das wollen wir lang schwitzen. Oh ja. Ich kann euch sagen, Käse kann schon heiß sein, aber die Dinger schmecken mega geil. Vielleicht ein Klecks mehr von dem Crème Fraîche, wie nur so einen halben Teelöffel, so einen ganzen Teelöffel. Aber wie gesagt, absolut eine geile Nummer. Und von dem her, schnell war es wieder. Und zwar einfach und genau so, wie ich das mag. Und von dem her, ich werde das jetzt futtern und die anderen, meine Frau und die Kleine, wir werden das alle noch futtern. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Oh. Oh, no.